Mein Franz Eis, Kaiser von Österreich, Dresden, 14. Dezember 1812. Mein Herr Bruder und treuester Schwiegervater, ich halte mich einen Augenblick in Dresden auf, um Eure Majestät zu schreiben und etwas von mir hören zu lassen, und geachtete ziemlicher große Stabasen habe ich mich niemals besser befunden. Ich bin am 4. dieses Monats nach der Schlacht in der Peresina aus Litauen abgereist, in der ich den Oberbefehle über die große Armee dem König von Nepal übergab, während der Fürste von Neuchâtel auch für näherhin die Verrückungen eines Chefs des Generalstabes beibehielt. Ich werde in 4 Tagen in Paris sein. Ich bleibe in den 5 Monaten dort, um meinen wichtigsten Geschäften abzulegen. Vielleicht werde es Eure Majestät für nützlich halten, irgendjemand in Abwesenheit Ihres Gesandten hinzuschicken, dessen Gegenwart der Armee so nützlich ist. Die verschiedenen Bulletins, welche der Herzog von Bassan und Niche verfällt haben würde, dem Grafen Otto zu schicken, werden Eure Majestät von allen Ereignissen in Kenntnis gesetzt haben, welche seit meiner Abreise von Moskau stattgefunden haben. Es wäre unter diesen Umständen wichtig, dass Eure Majestät ein Korps auf Galizien und Siebenbürgen Mobil macht und ihre sämtlichen Streitkräfte somit auf 60.000 Mann bringt. Ich bin voll Vertrauen in die Gesinnungen Eurer Majestät, das Bündnis, das wir geschlossen haben, wird ein beständiges System, von dem unsere Volke so große Vorteil sehen müssen, dass ich glaube, es werde Eure Majestät alles tun, was sie mir in Dresden versprochen haben, um den Sieg der gemeinschaftlichen Sache zu sichern und uns schnell einem annehmbaren Frieden so führen. Sie können überzeugt sein, dass sie mich meinerseits immer bereit finden werden, alles zu tun, was ihnen angenehm sein kann, und sie von der Wichtigkeit zu überzeugen, die ich auf unsere jetzigen Besitzungen lege, und ihnen Beweise von der vollkommenen Hochachtung zu geben, mit welcher ich, wenn Euer Majestät, der gute Bruder und Schwiegersohn Napoleon, an Hieronymus Napoleon, König von Westfalen, Paris, 23. Dezember 1812. Ich glaube, dass Ihre Gegenwart im Augenblick in Ihrem Königreich wichtiger ist als in Paris. Die westfälische Armee bei der großen Armee ist vernichtet und alles scheint für das kommende Frühjahr eine Krisis anzukündigen. Lassen Sie mich wissen, was sie getan haben, um ihre Kadres wieder herzustellen, was sie zur Ergänzung ihrer Artillerie und Kavallerie tun können und ähnlich, was sie tun können, um weg die Bürger zu verproviantieren und seine Stellung gegen jedes Ereignis zu stärken. Die Lektüre der Bulletin und Nachrichten von der großen Armee wird ihnen bekannt gegeben haben, dass sie nach sehr empfindlichen Verlusten ihrer Winterquartier und der Weichsel versehen musste. Ein Freund 1, Kaiser von Österreich, Paris, 7. Januar 1813. Mein Herr Bruder und lieber Schwiegervater, ich erhalte den Brief Ihrer Majestät aus Wien vom 20. Dezember. Ich habe den General Lieutenant Grafen Bubner gesprochen. Nach dem, was er sagte, schien es, dass man in Wien vielen Dingen Glauben schenkte, die russischen Bulletins fest berichtet haben. Ich bin nie auf die russische Armee gestoßen, ohne sie zu schlagen. Die Russen haben mir keine Kanonen und keinen einzigen Adler genommen. Meine Garde hatte nie gekämpft.
sie hatte keinen Schuss abgegeben und keinen Mann vor dem Feind verloren. Die Unterstellung, dass man dem Herzog von Eichingen 11.000 Mann genommen haben, ist wahnsinnig. Die Geschichte von Krasnoy, wo ich mich in Galopp zurückgesogen hätte, ist eine flatte Erfindung. Die angebliche Affäre von Vizekönig ist falsch. Es ist wahr, dass vom 7. November bis zum 6. Eis, Achsen und sogar 22 Grad Kälte wären 30.000 beförderte Kavallerie und Artillerie gefallen sind. Ich musste mehrere tausend Ambulanzen, Gepäckwagen und Mangel an Pferden im Stich lassen. Die Wege wären mit der Geistbedeckter in diesem schrecklichen Frost und Sturm würde das Biwak für meine Leute unerträglich viel entfernten sie gaben zum Hause und zu Fluchtstätten aufzusuchen. Ich hatte keine Kavallerie mehr, um sie zu decken. Sie, die Kosaken, haben ein paar Tausend aufgegriffen. Ich habe große Verluste erlitten, aber die Russen konnten sich dessen in keiner Weise rühmen. Niemals hatte sich ihre Infanterie und Kavallerie schlechter geschlagen als in diesem Feldzug. Ihr Kosakenkorps haben sie noch am besten gehalten in der Art des Kriegs, für die sie zu gebrauchen sind. Meine Armee hat ohne Zweifel gelitten. Sie hatte große Verlust an Material gehabt, aber wären diese Verluste noch viel größer so sind, die Ersatzmittel, die in unseren Arsenen von den Sieg und den Plätzen an der Oder und am Rhein, die meinen Bedürfnissen zehnfach genug. Ich habe 20.000 Pferde gekauft, die in den Depot von Hannover, Berlin, Glogau, Elbing, Königsberg, Posen, Warschau gesammelt sind. Ich habe 16.000 in meinen Reich ausheben lassen. Sie werden im Februar über den Rhein gehen. Das ist die gegenwärtige Lage der Russen Armee, die ich zwischen Minsk und Vilna verlassen hatte. Sie hat sie und seit Vilna verlassen, wo sie hätte bleiben können. Aber die Kälte war auf 26 Grad gestiegen und die Position hinter Vilna wurde keine Dörfer. Die Verhütte hatte viel erfahrener. Und ein großer Teil suchte Schutz in der Stadt. Das alles bestimmte den König von Nepal, den Nehmen zu überschreiten und Quartier zu nehmen. Ich habe Maßregeln getroffen, um die für den Ersatz meiner Verluste notwendigen Verstärkungen zu organisieren und in Russland beim nächsten Feldzug mit einem Drittel mehr Truppen einzutreten. Meine Finanzen sind gut. Mein Budget von 612 sichert mir 1.100.000 Franken. Wenn ich nicht zweifeln kann, Österreich, Dänemark und Preußen ihre Haltung nicht ändern, so werde ich den Krieg mit meinen gewöhnlichen Hilfsmitteln führen. Es folgt aus diesem Stand der Dinge, dass der Resultat des nächsten Feldzugs nicht zweifelhaft sein kann. Vom Juli bis zum Oktober ist man sicher im russischen Klima keine ungewöhnliche Kälte zu erleiden. Die Folge aller dieser Umstände ist, dass ich keine Schritte zur Erlangung des Friedens machen werde, da die letzten Ereignisse zugunsten Russland ausgefallen sind. So ist es Sache dieses Kabinetts, Schritte zu tun, Ihre Majestät weiß, unter welchen Bedingungen ich mit England reden, schließen kann.
die den Brief gesehen hatte, denn mein Minister war unser Dresdner Interview an den englischen Minister geschrieben hatte. Was Rüsten betrifft, es so widerstrebe ich nicht einem für alle Krieg führenden Parteien ehren wollen Frieden. Nur ist es ersichtlich, dass es außer meiner Macht steht. Bestimmungen, die durch unsere Gesetze festgelegt sind, so ändern. Keins der durch Senatsbeschlüsse vereinigten Länder kann Gegenstand der Verhandlungen mit Russland und England sein. Ich will vom Vertrag von TUS diejenigen Gebiete abtreten, die die vorliegen. Unabhängigkeit der Russen gefährden können, aber ich lasse kein einziges Dorf von Herzogtum Warschau und dulde nicht, dass Russland sich durch einen Teil von Österreich, Preußen, der Türkei oder Schweden bereichert. Seine Majestät erkennen jetzt meine Angelegenheiten und meine Standpunkte so gut wie ich. Ich hoffe, dass dieser Brief war ohne Gefühl, den ich seiner Majestät anvertraue, zwischen uns bleibe. Aber Majestät kann in Verfolge dieser Kenntnis im Interesse des Friedens handeln, wie es ihr passend erscheint.